Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Infected. Und ja, ich habe jetzt tapfer dafür gekämpft, dass wir genug Pfeile haben. 25 Pfeile haben 11 Bandagen. Also es müsste eigentlich reichen. Hab währenddessen noch immer ein bisschen gefarmt, was man jetzt hier nicht mehr so sieht, weil mir auch zwischendurch die Zombies einfach mal alles kaputt gemacht hat. Und ich alles neu bauen musste, was sie kaputt gemacht haben. Und ja. Aber dennoch bleibe ich dabei. Wir erkunden jetzt die Map. Das heißt, wir laufen jetzt los und machen den ersten Ausflug. Wir haben ein bisschen was zu essen mit, ein bisschen was zu trinken. Hoffe ich. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und wir erkunden jetzt die Map. Und zwar, wir gehen zu dem Haus am besten. Und irgendwas greift uns an. Ja, stimmt. Ah, okay, wir sterben. Alles klar. Das ist natürlich doof gelaufen. Wir laufen jetzt hier einfach mal rum. Laufen einfach hier lang. In der Hoffnung, dass uns da kein Tier entgegenkommt, was uns gleich tötet. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Toll. Haben einen kleinen Fußmarsch vor uns. Müssen natürlich aufpassen, dass uns hier trotzdem keine Tiere irgendwie entgegenkommen, die uns gerade zum Fressen gern haben. Haben uns aber auch den weiten Weg, glaube ich, ausgesucht gerade. Aber egal, wenn wir es hinter uns haben, dann haben wir es nicht mehr so weit zu den anderen Häusern. Es ist natürlich jetzt wichtig, dass wir auch heil ankommen und dann die Zombies, die da auf uns warten, halt auch umnieten. Uns nicht vorher irgendwie von einem Tier anfressen lassen. Zum Beispiel wie dem Fuchs. Einfach weiterlaufen. Versuchen gar nicht so drauf zu achten. Ah, hier haben wir auch noch mal Wasser. Also ist so eine Art Sumpf, glaube ich, hier, ne? Ja, ich glaube, das ist so eine Art Sumpf. Ist ja cool gemacht. Sumpf mit Fluss. Okay. Interessant. So, was sagt denn die Map? Oh, wir sind gerade auf dem falschen Dampfer. Da müssen wir lang. Über die ganzen Bäume, ne? Aber das ist, glaube ich, der sichere Weg, dass wir da offen durch die ganzen Dinger da laufen. Sagt die Map. So weit haben wir es nicht mehr.
An sich, die Grafik ist echt toll, wenn man das so beobachtet. Da tauchen wir ein bisschen tiefer. Ich glaube, hier gibt es auch Krokodile, wenn ich mich nicht täusche. Weil da geht es ja schon richtig in die Tiefe rein. Wir sind hier, glaube ich, einmal hoch, so wie es aussieht. Sind auf dem ganz richtigen Weg. Ist irgendwo ein Eber. Einfach ignorieren weiter. Irgendwo muss ja die Basis kommen. Was nun? Wo ist er? Okay, das war unser erster. Nein! Oh Mann! Einen hatten wir gekillt. Toll. So ein Mist. Ja, jetzt wollen wir natürlich wieder zu Hause im Bett. Naja, dann schlafen wir auch gleich mal. So, okay. Das passiert.
So, mal gucken. Wir können natürlich aus dem Haus gehen, das ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Dann stellen wir nicht wieder. Ja gut, wir gehen einfach mal. Schauen wir mal. So, Tür zu. Okay. Das müsste hier sogar wirklich ganz in der Nähe sein. Hatten einen Zombie so schön besiegt, aber ich glaube, es war auch ein Fehler, dass wir in der Nacht losgegangen sind. Oder beziehungsweise abends relativ spät. Ich glaube, ich war unser Fehler jetzt. Jetzt ist es natürlich hell, jetzt ist es früh am Tag. Jetzt können wir natürlich Glück haben, dass wir dann auch das jetzt diesmal schaffen. Das Problem, die Strecke ist halt auch ein bisschen weit weg. Ja, das müssen wir halt auch dazu sagen. Also die Basis schon. Sieht relativ verlassen aus, ne? Sieht relativ verlassen aus. Da ist schon Fanball. Ja, ruft er seine Freunde. Okay, den ersten haben wir. Hier laufen ja noch welche rum, also müssen wir aufpassen.
Ja, komm zurück. Wollen Sie mich nicht angreifen mehr? Okay, hier ist nichts. Hier auch nicht. Nein. Oh, ich glaub's nicht. Oh, Mann, ey. Ja, was machen wir jetzt? Laufen wir nochmal hin? Laufen wir nicht hin? Zweite muss ich mir auch nochmal erstellen, glaube ich. Die reichen nicht komplett aus. Oh, das ist doch. Das Mäuse melden. Sticks brauche ich auch. Pflanzen erstmal hier noch was an und dann machen wir noch ein paar Pfeile.
So. So. Okay. So, dann haben wir noch einen Stock. So, dann müssen wir mal gucken. Ich wäre ja dafür, dass wir uns alles hier machen an Federn, was wir haben. Material hätten wir, glaube ich, genug. Also Steine hätten wir genug. Weil 25 Pfeile reichen uns halt nicht aus, glaube ich. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen, dass wir bei Beinbasis oder bei Beinorten gestorben sind. Ist halt ein bisschen blöd, aber was soll man machen, ne? So. Manchmal denkt man sich, glaube ich, wäre sowas schon von Koop besser, weil man ja dann auch nicht alleine fahren müsste. Weil man dann auch nicht alleine unterwegs ist. Aber noch hat das Spiel kein Multiplayer. Leider. Muss man sagen. So.
Jetzt reißen wir das, ne? Scheiß Zombies. So, ich würde jetzt sagen, wir craften jetzt noch ein bisschen. So. Das Problem ist natürlich, wir müssen das hier alles einzeln erstellen. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, mehrere Pfeile auf einmal zu erstellen, leider. Zumindest habe ich sie noch nicht rausgefunden. Wenn einer das von euch weiß, kann er gerne das in den Kommentaren schreiben. Und wenn ich das nicht rausfinde alleine, dass ich es dann einfach weiß. Und das ist halt leider so ein bisschen doof, auch mit dem Bogen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Dynamik noch nicht so da, also wenn ich so andere Survival-Spiele betrachte, sind andere Survival-Spiele, was die Handling von Waffen betrifft, viel besser als jetzt hier Infected. Also zumindest was das Bogenschießen betrifft. Kann natürlich aber auch täuschen, dass ich das also bei anderen Survival-Spielen besser finde. An sich ist Infected echt ein geiles Spiel und ein geiler Grundgedanke. Aber so ein bisschen die Steuerung könnten sie vielleicht ein bisschen überarbeiten. Dass es ein bisschen sich besser anfühlt, gerade beim Bogenschießen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, reparieren was. Dann, jo. Mal gucken, was wir denn noch schaffen, weil ich wollte jetzt die Folgen auch nicht so lang machen. Ich sehe leider noch nicht den Timer mehr bei meinem Aufnahmeprogramm, warum auch immer. wahrscheinlich ein Neustart, feuerlich, ich weiß es nicht.
alles repariert. Zumindest scheint das erstmal so. So, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge erstmal an dieser Stelle. Und ja, versuchen es einfach beim nächsten Mal besser. Und mal schauen, ob wir uns dann das nächste Mal doch eher durchschlagen oder nicht. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal einfach besser hinkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.